Oh, Freunde, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich grinse nämlich über beide Ohren, denn wisst ihr was? Ich habe einen Metallmantel. Oh yes, geil, es hat wirklich geklappt, weil seit dem letzten Part, nach der letzten Aufnahme, saß ich so da und hab überlegt, Moment mal, du hast doch jetzt die ideale Grundvoraussetzung, hier nach Magnetinus zu farmen, offscreen. Und hier ist ja der Metallmantel, verstärkt Schallattacken. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich habe hier ein Pokémon Center, konnte schön speichern und so seit dem letzten Part, habe auch immer wieder resettet und hat letztendlich doch recht schnell funktioniert. Sehr, sehr schön, also das habe ich euch ersparen können, eben weil es halt echt hier so eine gute Grundauslage war. Und es hat tatsächlich, ja, nicht so lange gedauert. Natürlich hat es länger gedauert, als ich natürlich übertrieben gesagt habe, hier, ja, mit meinem Glück ist es 50% und so, ne. So war es ja dann nicht, aber... Es war auch gar nicht das Problem der Magnetilus an sich, dass die Magnetilus das getragen haben. Es war eher das Problem, und was am längsten gedauert hat, ist, die Viecher zu fangen. Weil erstmal hat er eine Weile gedauert, bis sie kommen, dann sind einige zwischendurch geflohen. Oh, ey, und da hat überhaupt schon mit einigen gequatscht hier, warte mal. Jens erinnert, er ist so cool. Okay, gut, alles klar. Und sind welche geflohen zwischendurch. Und Scaraborn hat ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen, weil einmal ist ein Volltreffer passiert, dann war das Magnetilo tot. Also Scaraborn hat nicht ein Level-Up gekriegt, aber ein bisschen Erfahrungspunkte mehr. Das ist an sich der einzige Unterschied. Ich habe die anderen Magnetilos, die ich gefangen habe, auch alle wieder freigelassen. Also ich habe bloß ein Magnetilo jetzt noch auf der Box. Sollte auch reichen. Und weil ich immer wieder resettet habe, habe ich an sich auch noch gut Pokebälle und sowas, ne? Also von daher eigentlich alles cool. Nur mal dafür dazu so ein bisschen erklärt. Hat echt gut geklappt. Ich würde sagen... Also auf jeden Fall waren es nicht 15 Magnetilos. Es waren vielleicht, ich würde sagen, es waren 11 oder 12. 12 Magnetilos oder 10 vielleicht sogar noch. Ich weiß das echt nicht mehr, es kam nicht mehr so lange vor, weil eigentlich Magnetilos waren dann okay. Bloß halt die erstmal fangen. Naja, okay, gut. Aber was soll's, ist egal. Ich habe den Metallmantel. Sehr, sehr nice. Und jetzt würde ich gerne noch... die Kimono Girls besiegen und Onix wird erst entwickelt auf Level 20, obwohl er nichts mehr lernt bis dahin, aber irgendwie, weiß nicht, irgendwie will ich es einfach Level 20 haben. So, ich gehe mal hier kurz rein. Hier sind sie doch, oder? Oh ja, oha. Oh, die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer, sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Junge, wenn du die alle Kimono Girls besiegst, gebe ich dir ein Geschenk. Oh, gut zu wissen. Hallo? Alter, steht hier einfach ein Rizeros. Einfach rum. Hallo? Dieser Mann hat immer seinen Rizeros dabei. Er sagt, dass er ein Pokémon haben will, das surfen und tanzen kann. Versucht er etwa ein Monosynchron-Schwimm-Pokémon zu besitzen? Ja, das ist der logische Schluss, den man daraus ziehen kann, ganz genau. Hallo? Die Kimono-Girls sind so hübsch, aber sie müssen hart trainieren und sie müssen so viele Dinge lernen, bevor sie öffentlich auftreten. Aber wenn du etwas liebst, ist alles möglich. Alles Liebe. So. Und diese Girls sind ja quasi die Evoli-Trainer. Und die fordere ich jetzt einfach mal heraus. So. Du hast hübsche Pokémon. Onix! Onix wird ganz rot. Darf ich sehen, wie sie kämpfen? Naja, Logo. Jetzt geht's mal ab, die Kimono-Girls. Oh, voll hübsch. Kimono-Girl Edip möchte kämpfen. Und sie schickt einen Flamara. Na, wie passend in den Kampf. So, welche Level haben die überhaupt? Okay, Level 17, sehr nice. Onix! Ja. Yeah. So, mach mal schön Schaufler. Tschüss. So ein kleines Häufchen. Ha, Sandwirbel. Nicht mit mir. Und boom, super effektiv und stab. Aber Onix Angriff ist lame. Och, Onix. Oh, meine Augen. Toll. Okay, vielleicht reicht dir jetzt Kopfnuss aus, wenn ich treffe. Jawoll. Okay. Das ist nicht so toll. Jetzt trifft bestimmt gar nichts mehr. Kopfnuss. Komm schon, Onix. Mann. Ja, Flamara kann, glaube ich, nichts machen. Macht jetzt nur noch Sandwirbel. Ich glaube, sie hat eine Feuerattacke, oder? Aber macht sie nicht, weil es nichts bringen würde. Ja, ist klar. Du, Flamara, ich treffe doch trotzdem gleich. Ich treffe doch trotzdem, siehst du? Alles vergebene Liebesmüh. Wow, alter Onix. Voll geil. Edith wurde besiegt. Oh, du bist sehr stark. Danke, Mann, für das Cash. So, wenn ich jetzt natürlich die erwische mit Aquana, ist schlecht. Mutti. Na, ich habe immer noch beim Einkauf ein bisschen nützliches Item für dich gefunden. Vielleicht soll ich erstmal aufhören, dass meine Mutti mein Geld ausgibt. Keine Ahnung. So. Aber naja, okay, jetzt... Die ist doch bestimmt die Aquana, oder? Obwohl, es gibt zwei blaue. Ob sie die Aquana ist?
Bin ich mein Arm Onix, da muss ich ja reinswitchen. Okay, was soll's. Ich tanze immer mit meinen Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Ja, ja, beim Tanzen oder was? Das ist ein bisschen unglaubwürdig. Kimonogil Kaiko. Oder Kiiko. Und sie, ein Psyana. Oh, oh. Ein Psyana, auch richtig hübsch. So ein cooles Pokémon. Oh, der Ex ist aber auch cool. Herr Schaufler wird das nicht. Ich mach einfach Schaufler. Oh, 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 Konfusion! Oh, war das jetzt effektiv oder was? Nee, ist einfach nur mega stark. Okay. Na, Onix hat nicht so hohe spezielle Verteidigung, oder? Also wird Onix jetzt, glaube ich, sogar draufgehen, ne? Und bämste bäm. Oh, oh. Tschüss, Onix. Oh, nee. Oh, oder nicht? Okay. Tja, Onix. Okay, vielleicht kriegst du trotzdem Level ab. Psycho-Attacken, ja? Hm. Der Scaraborn tot. Dann Igelabern. Los, komm raus. So. Wow, wow, wow. Der Effekt ist irgendwie geil. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Dann Igelabern, du kannst nur Scheißattacken, ey. Egal, Blut. Aber warte mal, bist du ja nicht übelst krasse Spezialwerte in Verteidigung? Ja. So. Keine Ahnung, was für Werte Psyana hat. Und vielleicht sogar Scaraborn, auch wenn es natürlich fatal wäre, eine Psychoattacke abzukriegen. Aber Scaraborn könnte bestimmt mit Hornattacke das Down machen, das Vieh. Oh, schöner Crit, Igelava. Yeah, Onix Level 18. So, Kaiko wurde besiegt. Oh, beinahe, fast hätte ich dich gehabt. Nee, ich hab da ein bisschen mehr Pokémon. Aber okay, gut, ich glaube, jetzt ist Scaraborn mal wieder dran, ne? Ist sowieso kurz vorm Level Up mit seiner Flinkklaue. Vielleicht erreiche ich Onix ja noch. Ach, ich mach die in der Mitte zum Schluss. Vielleicht erreiche ich Onix ja noch in diesem Part Level 20, dann könnte ich bis zum nächsten Mal ihn echt weiterentwickeln. Oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Du bist aber nicht sehr nett. Okay, Wilma. Setzt Aquana ein, okay. Oh, sieht auch so cool aus. Evoli ist sowieso eine richtig geile Entwicklungsreihe an sich und dass sie sich immer noch neue Sachen ausdenken. Aber ein paar Typen fehlen ja noch, ne? Bin ich ja mal gespannt, was die Zukunft bringt. Aber jetzt erstmal Holo Check! Richtig stark. Und wisst ihr, Leute, ich habe nochmal überlegt, an sich wäre es doch okay, Scaraborn später die VM Stärke beizubringen, oder? Weil ist Stärke nicht an sich, auch wenn es eine VM ist, ist es doch eine der wenigen VMs, die wirklich lame sind. Weil Stärke hatte nicht irgendwie so eine Kraft von 70 oder 80 so, ja? Und ja, mit Scaraborns hohen Angriffswerten ist das doch voll krass. Level 21. Boah. Wilma wurde platt gemacht. Oh, du bist stärker, als du aussiehst. Also nett, oder weil ich bin stärker, als ich nett bin? Was soll das denn? Egal. So, du müsstest jetzt... Hast du nicht so, ja, Blitzer oder sowas? Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich gut auch... Oh, was? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus, okay. Ich dachte schon, was war denn das für ein Übersetzungsfail? Oh nein. So, Kimono Girl Lorem möchte kämpfen. Hm? Oder Lorem. Blitzer! Aber oh, der könnte eigentlich Onix machen. Ich Trottel. Würde Onix nochmal schon Erfahrungspunkte kriegen. Los, Scaraborn! Scaraborn müsste dann eigentlich hier... Kommt nicht auch... Es müsste auch hier kommen nach... Nach Tara. Und da ist ja Scaraborn als Kampf gut gewappnet, oder? War das so? Aua. Okay. Aber wisst ihr, warte, ich will Onix. Onix soll trainiert werden. Oh, shit. Müsste aber aushalten, oder? Komm so, vielleicht macht er nochmal Donnerschock und dann erstmal einen Free Switch, weil es keine Wirkung hat. Onix. Ja, sehr schön. Folgendes. So. Ach komm, Lebschelle. Jetzt die Strats hier wieder, oder was? Oh. Komm, der macht so ein bisschen Sand und ich mach dann richtig in die Schelle, Alter. Hey, hör auf mit deinem ollen Sand. Pass auf, hier richtigen Modder kriegst du jetzt ins Gesicht. Yeah, so muss das sein. Alter, was, voll überlebt, ist klar. Mann, Onix. Sorry. Dann Kopf raus. Ja, daneben. Es ist schlimmer, Schlamm im Auge zu haben als Sand, oder? Geh denn bei Sand, hallo? Blinzelst du zweimal, ist du wieder rausgewaschen. Sehr gut. So. Kimono Girl Lore wurde besiegt. Och, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja, klar. So, jetzt die letzte hier nach Tara. Oha. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Ich finde dein Kimono hübsch. Oh, ein Pokémon-Kampf? Gerne doch. So, leider habe ich für Scaraborn keine Kampfattacken.
Ich glaube, Kampf war gegen unrichtig krass, oder? Linda setzt nach Tarei! Nimm ne Bam. Boah. Ey, was ist das denn für eine Geste, hallo? Skaramon. Schnapp es dir. Tackle. Lass mal anfangen. Oh, roten Schlag. Ich glaube, Natara kann nichts machen. Wie war das mit Unlicht? Ich glaube, Unlicht macht trotzdem Schaden, ne? Ist nur nicht sehr effektiv auf Kampf. Irgendwie so. Irgendwie haben Kampf und Unlicht eine Bewandtnis. Wärms. Und tschüss. Yeah. Alter Skaramon. Was? Kein Level Up? Leute, die Erfahrungsanzeige ist voll. Das sieht ja auch so, oder? Naja, Linda wurde besiegt. Dim-bam. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Ja, wenn du bloß eins hast. Naja. So, alle besiegt. Krieg dafür jetzt nichts. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Spange. Schön. Wirklich schön. Na gut, dann kriegen wir jetzt von dem alten Opa hier wenigstens eine Belohnung. Hoffentlich. Die Kimono Girls sind nicht nur geil, sie sind auch gute Tänzer. Hm. Ich fordere sie schon nicht heraus. Naja, bla bla bla. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu. Nimm es ruhig. Oh, VM3. Den wusste ich gar nicht, dass der VM hier kriegt von dem. Cool. Das ist Surfer. Oh, damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Alter, einfach so. Surfer ist auch eine richtig starke Attacke. Das wusste ich gar nicht, was man hier VM3 kriegt. Aber okay. Jetzt ist es dann. Okay, gut. Ich gehe jetzt nochmal mich heilen und dann mal gucken, ob ich die Arena noch schaffe. Oder zumindest den ersten Teil. So, dieser komische Jens, das sah so komisch aus. Ich habe ja gelesen, er ist Psycho drauf und so, aber Psycho-Attacken hat er, glaube ich, gar nicht. Habt ihr mir erzählt, dass das wohl eher ein Geister-Arena-Leiter war? Okay. Die Memories, Leute. Na, dann sollte doch Noctu keine Probleme haben. Hier steht doch von wegen, ja, die 50 City, ja, der mystische Seher der Zukunft. Der klingt für mich nach Psycho, aber okay. Dann ist er halt Geist, was soll's. Hallo, die Trainer hier haben geheime Motive. Gewinnst du, so verraten sie dir vielleicht ein paar Geheimnisse über Teak City. Oh, okay. So ist das nicht sogar wie so ein komischer, unsichtbarer Pfad, den man aber einfach in Kauf nehmen sollte. Okay, wisst ihr was, Noctu? Du bist dran. Nee, oder doch Onix? Ah, ich würde Onix dann auf Level 20 bringen, bevor ich es echt entwickle, obwohl es überhaupt keinen Sinn hat. Onix lernt so oder so coole Sachen. Ich probier's mal aus. Oh oh. Hältst du unseren Pokémon stand, ja? Na klar. Hol raus. Alter, wie er aussieht. Alter, der weise Monty. Richtig, er hat ja viele Pokémon. Nebulak. Oh oh. Okay, Onix, du kannst... Okay, Level 16. Ja, vielleicht mit allen zusammen krieg ich vielleicht noch ein Level ab. Lehmschelle. So, und inzwischen weiß ich auch wieder durch euch, dass hier in der Generation... ist ja Gift, ne? Es ist effektiv dazu noch. Ich weiß inzwischen auch, dass es hier tatsächlich ja noch gar keine... Toll. Wirklich toll, Nebulak. Und tschüss. Naja, hier gibt's ja noch gar keine Fähigkeiten. Sowas wie Schwebe und so, weil ich mir so ein bisschen Sorge bereitet hatte. Gibt's ja hier noch gar nicht. So, Nebulak. Kann ich jetzt nicht eigentlich den Fluch umgehen, wenn ich jetzt einfach ausgewechselt hätte? Aber muss ich nicht. Alter, die Fresse. Das ist richtig geil. Lehmschelle. Was? Alter. Ja, dann könnt ihr ohne nichts wirklich die ganze Arena allgemein rocken. Aua. Also ein Fluch ist heftig, ey. Oder ein Schlecker? Tja, daneben geschleckt. Und jetzt bist du weg. So, nix. Oh, Leute. Vielleicht echt schaffe ich es dann beim nächsten Part, bevor der nächste Part anfängt. Habe ich halt dann einen Stalos. Und ja, das muss ich halt wirklich offscreen tauschen. Weil das ist ja so ein bisschen, da habe ich dann halt meine zwei Systeme hier liegen, meine zwei Editionen und dann hin und her klicken. Ihr wisst ja, wie das ist mit Tauschen. Ist ja ein bisschen umständlich und fürs Aufnehmen. Ja, das mache ich wirklich offscreen. Ich hoffe, das ist okay, weil die Entwicklung, die sieht man ja eh nicht. Weil die werde dann, die passiert ja dann bei dem getauschten Typen. Passiert ja dann die Entwicklung. Und deswegen ist es ein bisschen doof. Ne? Oh, der Fluch! Der Fluch! Alter, ist so krass. So, noch einmal killen, dann wechsle ich, glaube ich, aus. Aber ich habe ja schon gezeigt, wie ein Tausch aussieht, ne? Mit einer Ingame-Figur. Also habt ihr das wenigstens mal gesehen. So, Nebulak. Okay, ich wechsle aus, aber ich will noch die Erfahrungspunkte mitnehmen. Die Fresse. Das ist schon geil gemacht. So, wen könnte man denn noch vielleicht mit Noctu? So. Boah, Groll. Tja. Hab keine Attacke eingesetzt. So. Schnabel!
Mein Noctimus Oma eigentlich mal Flügelschlag oder so weit lernen. Oder halt später natürlich... Oh, mein Nebulak, ey. Toll. Tot. Vielleicht auf jeden Fall fliegen, ne? Ist doch richtig geil. Fliegen dann später auf einem Noctu. Für ein Competitive Play, meine ich jetzt. Ist das ganz in Ordnung? Ähnlich wie Schaufler halt, ne? Weil hier sind die Gegner sowieso noch nicht so gut im Attacken lesen. Von wegen, oh, er macht Fliegen, dann lade ich doch mal meinen Hyperstrahl auf. Oder meinen Solarstrahl mal aufladen, ne? Da kommen wir nicht drauf. Horrorblick. Genau, du kannst nicht fliehen. Okay, sehr gut. Das werde ich, merke ich mir mal. Weil ich habe ja einen Nebulak. Und den muss ich wohl irgendwann mal so trainieren, dass es Horrorblick lernt. Wenn wir uns auf die Suche nach den, ja, legendären Pokémon machen. Die ja gerne fliehen. Ja, weiser Monty. Ah, gut gemacht. So, die erzählen mir jetzt die Schichten. Erzähl mal, hallo. Wir setzen nur Geist-Pokémon ein. Normalattacken zeigen bei ihnen keine Wirkung. Ich denke, er erzählt mir interessante Sachen über Teak City. Mann, ich werd hier nur verarscht. Verarscht von den Glatzköpfen. Oh, oh mein Gott. So. Die mache ich hier nur alle durch. Und Onix wird, denke ich mal, wirklich Level 20 kommen. Okay, wieder der geheime Weg hier. Keine Ahnung. Was zur Hölle? Was zum... Was ist denn jetzt für ein Rumraten, ey? Ich flippe aus. Gibt's doch gar nicht. So, okay. Verwirrt dich unser unsichtbarer Boden? Besiege mich und ich gebe dir einen Tee. Ich werde sowieso alle einfach so besiegen. Das könnt ihr aber wissen. Alter, wie die aussieht, die Oma. Medium Dorothea. Alter, guck mal, sieht voll wahnsinnig aus. Schild irgendwie voll und Geister kommen aus ihr raus. Was ist denn das für ein Sprite? Okay, Apollo. Oh yeah. Okay, Onix, kein Problem. Boah, Level 20 schon. Naja, Onix ja auch bald. Okay, Onix. Erlebschelle. Warum setzt du Groll ein? Wo ich noch gar nichts eingesetzt habe. Naja. Volltreffer. Okay. Und nochmal. Erstmal abgeleckt. Au, oh, ey, du bist jetzt paralysiert. Alter, ich wollte schon sagen. Schlecker paralysiert, glaube ich, ne? Und das wäre gar nicht mal so gut. Dann verlässt mich der Mut. Und Lebschelle reingeboxt. So. Noch Fragen. Okay. Yeah. Oh, der ist Level 20. Und bereit, ein Stardust zu werden. Einfach so. So, Apollo ein. Wechseln, klar. Also Leute, ich glaube, wir haben heute echt zum letzten Mal Onix gesehen. Ich werde gleich nach dieser Aufnahme hier den Tausch vollziehen. Und ich werde es auch so machen, also keine Angst. Ich jetzt schaff, macht erstmal wieder Fluch. Ich werde das auch so machen, dass, dass ich ein Pokémon rübertau oder dass ich ein Pokémon bekomme, welches wir aber schon haben, damit ich jetzt nicht irgendwie einen obskuren neuen Pokédex-Eintrag oder sowas habe. Nee. Wirklich so, als ob nichts gewesen wäre, nur den Tausch vollziehen. Einfach nur einen Stardust holen. Zack, und diese Tauschfunktion nicht irgendwie anderweitig ausnutzen. Ich hol mir auch kein Item von der anderen Edition rüber, also alles gut. Keine Sorgen. Alles klar. Alter Onix ist so stark. Ja, mein Onix. Bald ist es mein Lieblings-Pokémon. So, ich gebe ihm schon mal den Metallmantel. Das feiert sich jetzt nur wieder. Den Metall... Oder, ups, nein. Mann, so, Metallmantel. Gib. So, Onix. Yeah. So, ich glaube, warte, du wolltest mir noch einen Tipp geben, oder? Gut, ich verrate dir das Geheimnis des unsichtbaren Bodens. Der Weg liegt vor unseren Augen. Okay, alles klar, ja. Ich muss halt immer so im Zickzack laufen. Im Zickzack laufen, also ich muss gegen alle kämpfen. Ich habe den Frühling mit meinem Pokémon verbracht. Dann den Sommer, den Herbst und den Winter. Dann kam wieder der Frühling. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Alter, was zur Hölle, Mann. Den klingt ein bisschen arbeitslos, ne? Alter, weißer Heribert möchte kämpfen. Na los, Heribert, hol mal deinen Apollo raus hier. Igel aber macht es schon. Ich darf meinen Starter nicht vernachlässigen, ne? So, grrrr. Vor allem, weil er mal ordentliche Attacken lernen muss, ey. Oh, Nachtnebel. Oh, der Dackel ist doch bestimmt stark. Richtig stark. So. Oh Mann, ey, ich brauche unbedingt bessere Attacken, ey. Horrorblick, toll, jetzt killt er mich. Ich kann nicht mehr auswechseln und fliehen und oder fliehen.
Ja, schön, wenn du brennst. Groll. Fluch und Groll. Ist richtig, also Apollo und so, die ganzen Nebulak-Typen sind alle wohl irgendwie fiese Troll-Pokémon oder was. Oder Nicht-Gönner. Nichts-Gönner sind denn hier. Groll und Fluch. Tja, wer hat sich selber umgebracht? Warum? Aber ich hab doch jetzt gewonnen. Weil er bloß ein Pokémon hat. Trottel, ey. Na gut. Oh, Ruckzucki, das ist okay. Ruckzucki ist okay. Eine schöne Prio-Attacke, die was finishen kann. So, jetzt ganz vorsichtig. Ja, bitte. Was soll vergessen werden? So, Silberblick. Auf jeden Fall. So. Alles klar. Auch von seinem Augenfehler korrigiert. Yeah. So, dim, dim, dim. Heribert wurde besiegt. Oh, Sieg und Niederlage. Ich hatte beides. Ja, selbst verschuldet. Egal. So. Zu. Ich muss mich nochmal heilen. Und dann halt, ja, beim nächsten Part geht's dann erst weiter mit der Arena. Werde ich sie aber auch schaffen und rocken. Und ich hab dann schon Stalos im Team. Och, da freu ich mich, ey. Stalos, yeah. Und ja, also wie gesagt, es wird echt nur getauscht. Kein Item irgendwie mir geschnorrt von der anderen Generation. Irgendwie was mir was vereinfachen sollte. Kein Pokémon, dessen Eintrag ich nicht schon haben könnte oder dessen Eintrag ich nicht selber mir holen könnte. Alles wird geregelt. Als ob echt nichts gewesen wäre, außer dieser Tausch. So, nicht in die Zeitkapsel, nee, ich müsste eigentlich bloß mit einer der beiden Damen hier sprechen. Marcel Statistik? Wissen Sie, die Tauschalte? Nee, willkommen im Kabelclub. Handelscenter, du kannst dir Pokémon mit einem Freund tauschen. Oder mit dir selber, wenn du keine Freundin hast. Alles klar. Tauschen, ja. Das mache ich offscreen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part von Pokémon Kristall. Ciao!